Hier ein Gefäß aus der späteren Yangshao-Phase, zwischen 3500 und 2900 vor Christus. Ist wieder ein Aufbewahrungsgefäß, wahrscheinlich diesmal ohne Henkel. Es ist sehr bauchig, es sieht ein bisschen gestaucht aus zur Mitte hin. Hat einen kurzen Hals, wieder mit einem abgesetzten Ring. Und die Lippe, die leider stärker beschädigt ist, scheint wieder leicht nach außen auszulaufen. Der Scherben des Gefäßes ist rötlich und ist schwarz bemalt. Möglicherweise ist das aus unserem Salamander geworden. Sieht eher etwas größer und breiter aus, könnte also eher die Darstellung eines Frosches sein. Aber wieder sehen wir am Körper dieses Netz- oder Gittermuster in Schwarz, das die Fläche des Körpers ausfüllt. Im Gegensatz zum Kopf beispielsweise, der komplett schwarz ausgefüllt ist. So, ich habe jetzt mal einen größeren Teil übersprungen, weil da 1000 Reisegruppen hintereinander kommen und die beschallen sich alle gegenseitig mit Lautsprecher und so weiter und lassen sich das schön erklären. Wir sind jetzt in der Zeit weiter vorangeschritten, zwischen 2650 und 2350 vor Christus. Das hier ist ein Gefäß, das in die Kategorie der Banshan-Keramiken gehört. Es ist ein Aufbewahrungsgefäß mit einer großen Öffnung oben. Und was interessant daran ist, ist das, was wir auf der linken Seite sehen, nämlich eine Gießtülle. Das habe ich ansonsten bei den anderen Gefäßen nicht gefunden. Wir haben ein Dekorband, das ausgefüllt schwarz bemalt ist und durch das rote Wellenmuster verlaufen, die von der schwarzen Fläche durch Freilassung mit dünnen schwarzen Strichen abgetrennt sind. Das Dekor zieht sich nicht über den gesamten Gefäßkörper. Ungefähr das untere Drittel bis Viertel des Gefäßes ist undekoriert und unbemalt. Ich gehe noch mal ein bisschen nach oben, damit man eventuell sehen kann, dass man durch diese Tülle wirklich durchsehen kann und sie wirklich eine konkrete Funktion hatte. Dies ist ein Do aus der Silba-Kultur, 1900 bis 1400 vor Christus ungefähr. Die Silba-Kultur war in West-Gansu angesiedelt, also westlich des Gansu-Korridors hin zur Wüste. Und ich habe euch, glaube ich, ein Bronzeobjekt aus der Kultur schon gezeigt und jetzt kommt noch eine Töpferware. Dieses Do scheint eine Servierschale zu sein, auf einem erhöhten Standfuß mit einem kurzen Hals dazwischen. Sehr flach und regelmäßig gearbeitet. Die Außenseite ist undekoriert, man sieht aber hier an der Lippe schon einen schwarzen Rand und das Innere dieser scheinbar Servierschale ist bemalt und zwar schwarz auf rotem Scherben oder rötlichem Scherben. Die Innenfläche ist viergeteilt, ist mit verschiedenen Mustern besetzt, die teilweise aussehen wie Pfeile. Teilweise aussehen wie Vögel, die in einer Reihe fliegen oder mit Z-förmigen Mustern. Es ist etwas schwer zu sagen, was es sein könnte oder sollte. Das obere könnte eventuell sogar eine Getreideähre darstellen. Der Rand des Dekors ist mit einem leicht schrägen Schachbrettmuster dekoriert. Wobei die Streifen, die die vier Bereiche im Inneren abteilen, dieses Schachbrettmuster überdecken. Das heißt also, Schachbrettmuster ist auf die vier Viertel jeweils einzeln aufgeteilt durch diese Aufteilungsstriche